Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Genesis 2 Video von Navco Gaming, in dem wir euch zeigen, wo ihr auf der neuen Karte Elementsplitter in Massen farmen könnt. Zusätzlich zeigen wir euch, was der lila Loot Drop und der Space Room damit zu tun haben. Ob ihr an Elementsplitter kommt, liegt daran, welche Farbe die Loot Drops auf der Map zum aktuellen Zeitpunkt haben. Wenn ihr aktuell lila Loot Drops habt, könnt ihr Elementsplitter farmen. Um 0 Uhr jede Nacht verändern sich die Farben der Loot Drops und die Ressourcen im Space Room despawnen. Dann spawnen je nach Farbe des Drops andere Ressourcen, die wir euch in den nächsten Videos zeigen. Ihr findet auch ein Video in der Beschreibung, in dem wir euch alle Ressourcen zu den jeweiligen Farben zeigen. Deshalb abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Und liked das Video, denn das hilft uns genauso wie ein kurzes Kommentar, auch wenn es nur ein kurzes Hallo ist. Wir begeben uns nun zum Space Room, welcher der Mittelstreifen auf eurer Map ist. Es gibt sehr viele Eingänge, wovon manche sogar auf eurer Map eingezeichnet sind. Trotzdem zeigen wir euch kurz einen Eingang und dann geht's auch schon weiter. Im Space Room angekommen, spawnen um 1.30 Uhr die Ressourcen neu. Ist um 0 Uhr also ein lila Loot Drop auf eurer Karte erschienen, dann könnt ihr nun auf all den gespawnten Planeten Elementsplitter farmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Auf unserem Kanal findet ihr noch viele weitere Videos zu Ark und Genesis 2, schaut also vorbei.